Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Teil des Videos Heftiges Ereignis aus meiner Vergangenheit. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich den ersten und den zweiten Teil gesehen und heute geht es mir darum, im dritten Teil hauptsächlich das Thema annehmen, dessen, was ist, darzulegen. Als Nachtrag zu dem, was ich gestern gemacht habe, könnte ich noch sagen, ich kann mich natürlich auch noch fragen, ob es Verzweiflung, Hass, Wut, Neid, Scham, all diese niederen Gefühle in dieser Situation oder auch danach zu dem Thema gab. Ich frage tatsächlich mein Herz, weil das ist mir jetzt spontan aufgefallen, dass ich das Thema überhaupt noch gar nicht präsentiert habe. Und ich frage jetzt mein Herz und dafür konzentriere ich mich. Lass mich für den Moment etwas runterfahren und ganz zur Ruhe kommen. Atme tief durch und frag mich, mein Herz und meine höhere Weisheit, meine innere Weisheit und mein höheres Bewusstsein, gibt es einen dieser eben benannten Aspekte, der bei mir noch behandlungswürdig ist, selbstbehandlungswürdig, der noch Anlass gibt, losgelassen zu werden? Ja, tatsächlich, ich bin wieder völlig, völlig überrascht. Und zwar Neid. Hätte ich nie mitgerechnet. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Das ist aber nur der Verstand und ich möchte ja die Herzebene wissen. Und ich bitte jetzt mein Herz, kommentier das mal. Und ich bitte mein Herz und meine innere Weisheit und mein höheres Bewusstsein darum, diesen Neidaspekt in der damaligen Wahrnehmung, gehört er in die damalige Zeit? Ja, der gehört in die damalige Zeit. In die heutige Zeit gehört er nicht mehr. Und ich erinnere mich jetzt auch, worum es ging. Und zwar, ich war ja dann mit gerade 18 elternlos und ich bin zur Schule gegangen. Und wenn die anderen Kinder, die anderen Schulkameradinnen und Kameraden nach Hause kamen, dann habe ich immer so für mich gedacht, dann ist da irgendwie eine Mutter, ein Vater, also meistens ja eine Mutter, bei mir war es ja dann zuletzt die Mutter, die irgendwie ja, auf einen wartet, wenn man von der Schule kommt, die einen betreut, die einen umtüdelt. Und das hatte ich ja alles plötzlich nicht mehr. Das heißt, da war überhaupt niemand. Und da habe ich wirklich damals oft so diesen Satz gedacht, ja, die anderen, die gehen jetzt einfach nach Hause, setzen sich an den gedeckten Tisch, warten darauf, dass das Essen in den Mund fliegt und ich muss mich erstmal darum kümmern, einkaufen, Essen kochen, mir was zubereiten. Da ist keiner, der sich um mich kümmert. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, dass da wirklich noch ein Neid kommt. Ja, dann frage ich mein Herz nochmal, ob es noch weitere Informationen dazu gibt. Und ich stelle jetzt auch fest, dass es da so einen Aspekt von Schmerz und von Herzschwere gibt. Also ich sage das jetzt so mit lachenden Augen, weil ich finde das sehr faszinierend, dass mein Herz das jetzt vorbringt. Und ich weiß aber, dass ich das damals wirklich so empfunden habe, aber ich habe das nicht als so, ja, vielleicht habe ich mich auch zu sehr verschlossen, verpanzert,
um diese ganzen schlechten Gefühle erstmal schon abzuwehren und immer noch irgendwie den, ja, ich komme schon klar zu spielen. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, was kann ich tun, haben oder sein, um dieses Problem jetzt noch für damals zu lösen? Und es passiert schon. Was passiert ist, dass ich freigebe, das entscheide ich jetzt nochmal, damit ihr es mithört und diesen Prozess besser se selbst nachvollziehen könnt, dass ich tatsächlich freigebe, dass dieser Neid zu der damaligen Situation aus allen Speicherorten losgelassen wird. Und ich entscheide mich, dieser Neid, der scheinbar noch immer irgendwie in mir schwelte, oder einen Platz gefunden hatte, den lasse ich jetzt los. Und ich lasse diesen Neid auf das, dass andere noch ihre Eltern haben und dass sich um andere mehr gekümmert wird als um mich, das lasse ich jetzt komplett los. Bis in jeden Speicherort. Ich lasse es komplett frei. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Selbst. Gibt es da noch Reste? Ja, da gibt es noch Reste und der Hinweis ist, lass den Prozess einfach über die nächste Nacht, über die nächsten 24 Stunden weiterlaufen. Das System wird weiter diesen Neid freisetzen und dann bist du damit durch in Bezug auf das Thema. Okay. Und ich merke schon wieder, wie mein Herz anfängt, lebendiger zu werden. Ja, das nimmt wahrscheinlich wirklich immer so dieses einengende, fesselnde weg. Und insofern ist dieses Arbeiten mit dem Hand aufs Herz auch wirklich eine Gnade, wenn man das einmal für sich entdeckt hat. Ja, dann gehe ich noch mal weiter und frage, gibt es noch einen Aspekt aus den erwähnten Angst, Not, Scham, Panik, Hass, Verzweiflung? Entscheide dich, kam alle Reste von negativen Emotionen aus der damaligen situativen Phase, aus dem Schreckensereignis und auch aus dem, was da drumherum war, jetzt komplett loszulassen und das Loslassen über die nächsten 24 Stunden immer weiter zuzulassen. Und ich kann dann nach 24 Stunden nochmal fragen, ob es da etwas weiteres gibt. Ja, jetzt wollte ich ja dieses Video eigentlich hauptsächlich zum Thema Annehmen der Situation machen. Also ich wollte dieses Video hauptsächlich zum Annehmen dieser Situation produzieren. Dazu bin ich jetzt noch gar nicht gekommen, aber das frage ich jetzt. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Wenn es um das Thema Annehmen der Situation, also dieses ganzen heftigen Ereignisses geht, gibt es da etwas, was ich bislang noch nicht annehmen konnte? Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und mein höheres Selbst und bitte darum, mir Hinweise zu geben. Annehmen, schön, dass das Video so kurz wird, so bleibe ich in der Zeit. Annehmen konnte ich die Situation quasi von Anfang an. Und jetzt frage ich mal,
um wieder nicht so viel aus meinem Verstand zu berichten, was mein Herz sagt, wie ich das formulieren darf. Und ich frage mein Herz, warum ist es so, dass ich die Situation quasi schon ganz, ganz lange angenommen hatte? Weil ich mir über meinen Lebensplan bewusst war in dem Thema. Also ich hatte ein nicht verschollenes Wissen oder eine Präsenz innerlicher Wahrnehmung dessen, dass das, was mir da als heftiges Ereignis passiert ist, also es ging ja um den Suizid meiner Mutter, dass das auf mich zukommt, dass ich das in diesem Leben erleben werde. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Gibt es noch etwas, was ich jetzt noch förderlicherweise für meine persönliche Entwicklung in diesem Thema tun kann? Im Verstand kam mir heute so ein, ich habe so zwei Postkarten. Die eine heißt, es ist, wie es ist, und auf der zweiten steht einfach, und das geht auch vorbei. Ja, und diese zwei Postkarten, die möchte ich jetzt an das Ende dieses dritten Teils zum heftigen Ereignis setzen. Und damit auch einen Schlusspunkt wählen für dieses Thema, denn es scheint so zu sein, dass alles, was ich noch annehmen müsste, da scheint nichts zu sein, aber was ich noch loslassen kann, das passiert jetzt in den nächsten Stunden und vielleicht auch in den nächsten Tagen, vielleicht sogar in den nächsten Wochen. Und damit ist das Thema bearbeitet. Ja, ich hoffe, das hat euch Hoffnung gemacht. Das hat euch gezeigt, wie scheinbar einfach es auch dann sein kann, nach vielen Jahren, das ist ja jetzt schon alles über 40 Jahre her, nochmal Abschluss und Ruhe in ein altes Thema zu bringen, das einen aber im Leben wirklich betroffen gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt Inspiration bekommen und ich wünsche mir, dass ihr auch die nächsten Videos gerne schaut und ja, eventuell eben auch selber davon profitiert, was da gezeigt wird, mit welchen Tipps ich da in den nächsten Videos noch zu psychologischen Themen, zu Lebensthemen, zu Problemthemen auf euch warte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder live irgendwo vor Ort. Alles Liebe euch. Ciao, ciao.